Willkommen zurück, Leute. Der Erling streckt dich erstmal. Ja, wir sind das letzte Mal erfolgreich ausgeschmissen worden. Komm. Nein, jetzt, dankeschön. Und müssten jetzt wieder in die Festung rein. Nur weil ich neugierig Nase wissen wollte, ob man die Zoras eine batschen kann. Vom Boot aus. Ja. Ist etwas nach hinten losgegangen. Würde ich sagen. So, Piratenfestung. Dann. Gehen wir mal nochmal. Ne? Genau. Ich würde sagen, dann machen wir mal einen zweiten Versuch. Moment. Da ist eine Kiste, aber ich weiß nicht, ob da ein Herz drin ist. Deswegen lasse ich sie. Na, okay, na, geh weg! Aua! Mann! Wir müssen auf jeden Fall dahin. Na, geh weg, geh weg, geh weg! Du siehst mich doch gar nicht! Jawohl, man müsste eigentlich sehen, wie sich das Wasser bewegt. Geh weg, geh weg! Aua! Ich sag's, geh weg! So. Und darauf. Dann müssen wir uns als Corona verwandeln. Und wo aktiviert sich dann der Schalter? Ne. Bams. Ah, okay. Gesehen. So. Nee, Babe. Jetzt sollen die Fische kommen. Bams. So. Da ist noch eine Schatzkiste. Geh weg, habe ich gesagt. Und dann sind wir schon in der Festung. Ja, fast. Fast sind wir in der Festung. Wir müssen da. So. Ich muss jetzt mal schauen, weil es ist wirklich schon ein bisschen her, dass ich das gespielt habe und den Part habe ich nie gern gemacht. Ich schiebe es einfach mal das da dahin. Was ist, wenn man da jetzt drüber geht? Da ist eine Kiste auch. Ich weiß es nicht, ob da jetzt ein Herz halt drin ist oder nicht. Das ist das Blöde. Ich habe die leider nicht im Kopf. Deshalb lasse ich sie lieber. Und den können wir eigentlich fast nur da hinschieben. Weil. Genau, dann müssen wir, können wir da durch. Wow. Und hüpp. Sehr schön. So, wo sind wir jetzt? Das ist wieder eine Kiste. Oh, die interessiert uns aber jetzt gerade nicht. Da ist ein Herz halt, das interessiert uns ganz und gar nicht. Wo ist denn da die Tür? Ach so. Jetzt warte mal. Die Corona weiß doch sicher weiter hier. Schock. Was habe ich für den Rubin? Geräusche schrocken, ey. Nee. Da war doch irgendwie ein Schalter mal, oder? Genau. Jetzt hoffe ich nur. Moment mal. Schmarrn!
Die habe ich auch noch nicht gezeigt. Wir haben da so eine Art Bumerang. Perfekt! So ging es halt. Das andere war nur für das Herzteil. So. Nicht in die Mine rein. Dankeschön. Nein, ich will da rein, ich will da rein. Cool. Oh nee, nicht schon wieder was. Was haben wir da? Nix. Au! Mine. Sehr schön. Ich glaube, jetzt sind wir direkt. Hallo? In der Festung. Sprich. Der Spaß geht los. So. Wechsel doch gleich so. Gut. Und die Wasserfontäne, glaube ich. Genau. Cool, und den Part kann mich echt schlecht erinnern, hey. Da oben, was haben wir da? Wahnsinn. Ah, so sieht die Festung aus. Aha. Kann man sich ein bisschen umsehen. Aber das weiß ich ungefähr. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir das da irgendwie aktivieren können. Aber wenn ich so gut bin und alles treffe, Bams, das erstmal aus dem Weg geräumt und dann können wir den Schalter erreichen. Wo sind wir jetzt? Ah. Ich will mal die Felsenmaske aufsetzen. Nicht, dass uns irgendwie doch wer sehen könnte. Jetzt sind wir direkt. Jetzt sind wir endgültig in der Festung. Genau. Gut. Das Gute ist, wir können wirklich an dem vorbeilaufen. Da, die sehen uns nicht. Tour of the Coin. Und das Blöde ist, die sind nicht tot, die sind nur betäubt. Sind mal ziemlich robuste Frauen. Wenn man von so einem Schwertstreich einfach mal betäubt wird. Weil die Arme fast gar nichts an. Da? Das sind nur Stoff, was die haben. Wir haben die ja gar nicht. Lass. Gut, dann geh halt dahin. So, jetzt kommt eine kleine Zwischensequenz, genau. Eine Sumsebiene. Eine Bumsebiene. Hä, ja, Bumsen gesagt. So. Ja, jetzt sehen wir das Nest da. Gute Animation. Ich habe auf dich gewartet. Und? Hast du die restlichen Eier gefunden? Nein. Aber nur weil. Was müssen wir damit sagen? Wir werden so gespötte Leute, wenn bekannt wird, dass uns das eigene Beutelgut gestohlen ist. Ja, er will. Aber dort muss. Dort, wo uns die Schierschlangen angegriffen haben, war das Wasser so eigenartig trüb. Schweig! Deshalb also können die Zoras keine Hilfe holen. Die Zoras müssen bereits verzweifelt auf der Suche nach den Eiern sein. Wenn wir uns nicht beeilen, werden sie das Rennen machen. 4 Eier haben wir hier. Rasch, finde die anderen 3 Eier, bevor sie von den Seeschlangen gefressen werden. Zu Befehl. Warte. Die Zora-Eier sind der einzige Hinweis auf den Wirbelsturm, der über der Bucht hängt. Wenn es wahr ist, was der Maskierte sagt,
Dann sind wir bald im Besitz des Schatzes, der im Tempel des Auge des Sturms ruht. Dann haben wir für den Rest des unseres Lebens ausgesorgt. Also bewegt euch und findet sie jetzt. Zu Befehl. Aha. Vier Eier haben sie. Das ist natürlich ganz toll. Ich habe nur drei Flaschen. Sprich, wir müssen irgendwann mal wieder einmal ausladen und dann einmal rein. Aber jetzt müssen wir erstmal. Weil die werden uns sehen. Die erkennen das. Deswegen müssen wir erstmal für ein bisschen Ablenkung sorgen. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir noch eine Piratin fotografieren müssen. Kann man da schon irgendwo runter? Sieht nicht so aus. Gut, dann gehen wir halt nochmal raus und dann gehen wir eins runter. Und dann bekommen wir auch schon einen neuen Gegenstand. Ein sehr schöner Gegenstand, ein nützlicher. Gut, hier sind keine mehr. Dann öffnen wir erstmal die Truhe. Und schauen nach, was uns dort erwartet. Da. Du hast den Fanghaken erhalten. Mit seiner Hilfe kannst du ansonsten unerreichbare Bereiche betreten. Drücke C, um dich mit dem Fanghaken zu bewaffnen. Mit dem Joystick kannst du zielen. Drücke C. Nochmals wird er abgefeuert. Sehr schön. Wir haben endlich den Fanghaken. Das heißt, wir können jetzt endlich unseren so Sachen ranziehen. Aber ich sehe es schon. Ich brauche da erstmal eine Flasche und dann die Zora-Maske. Abtauchen. Abtauchen. Aua. Bist du? Aua. Komm, mach den mal auf. Kannst du mal das andere Ding anvisieren? Genau. So, mach nur mal auf. Wow. Aua. Sieht nicht gut aus. Mach auf. So. Gut, das Ei ist gefangen. Du hast ein Zora-Ei in der Flasche verstaut. Es sieht nicht sehr gesund aus. Du solltest es rasch von einer fachkundigen Person untersuchen lassen. So, und das ist das Prinzip in der Festung. Wir müssen die restlichen drei Eier finden. Und schauen, dass wir nicht getötet werden. Ich probiere mal. Da draußen. Nope, keine. Genau, sowas. Okay, wir haben ja noch eine Feder bei, wenn es ist. Ich setze jetzt mal die Maske wieder auf. Vielleicht sogar gleich mal ein Fotoapparat ausrüsten. Dann können wir vielleicht sogar noch eine Pirate fotografieren, wenn ich noch dazu komme. So, wir sind unser Versuchskaninchen. Oder unser Fotomodel. Hallo, Piraten. Ey du, willst du fotografiert werden? Und bitte schön freundlich. Schauen, dass es in der Mitte ist. Perfekt. Ah, Gott sei Dank. Ich dachte schon, der Malatus hat sich aufgehangen. Nee. Das war nicht sehr schön. Noch eins, noch eins. Ich will dich in voller Größe haben. Und zwar hier. Dauert es wieder etwas? Ja. Perfekt. Ja, es sieht schon besser aus. So.
Da ist wahrscheinlich nirgendwo ein Herz drin. Aber okay, die kann man nicht. Okay, Leute, das war's jetzt mit dem Part. Ich sag danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao.